Auch diese Woche gibt es wieder zwei neue Actionfiguren zu holen. Begebt euch zuerst zu Liming Harbor und begebt euch, wenn ihr dort startet, nach links. Ihr kommt damit, wenn ihr dann wieder rechts geht, in eine Art Lobbybereich und dort könnt ihr hinter dem Tresen einen Computer aktivieren. Was nun passiert ist, dass von der Entfernung aus vor euch Gegner spawnen und ihr müsst diese ausschalten, bevor diese den Eingang links und rechts neben euch erreichen. Ihr dürft dabei diesen Tresen nicht verlassen, also ähnlich wie bei letzte Woche bei der Aufgabe mit der Bar. Ihr müsst hier beim Tresen stehen bleiben und dafür sorgen, dass eben diese Gegner, so wie hier, nicht in die Türe gehen, sonst scheitert das Event und ihr müsst nochmal von vorne beginnen. Am besten verwendet ihr eine Distanzwaffe wie einen Bogen oder auch ein Maschinengewehr und sobald die letzten schwereren Gegner kommen, aktiviert ihr eure Superfähigkeit, hört alles raus und dann sollte schon die erste Figur vor euch erscheinen und ihr könnt sie einsammeln. Für die zweite Figur geht ihr wieder zum Wandler dort im Hauptpunkt auf Neptun, stürzt euch herab und geht den rechten Weg. Ihr könnt diesen geradlinigen Weg mit eurem Sparrow folgen und kommt dann automatisch zum Gebiet C4 Sammelpunkt. Haltet euch auch hier auf der rechten Seite und ihr kommt automatisch zu einem Eingangsportal, welches so grün leuchtet. Dort geht ihr hindurch und folgt den geradlinigen Weg, bis ihr wieder rauskommt. Sobald ihr dann den Gang verlässt, geht ihr wieder nach links, folgt dort dem Weg, bis ihr wieder rechts die Treppen nach unten laufen könnt. Sobald ihr unten seid, geht nicht weiter, sondern links befindet sich nun ein Eingang, wo ihr in eine Art Bar kommt. Wenn ihr in dieser Bar nun weiter nach hinten läuft, kommt ihr in eine Art Küche und dort könnt ihr links neben diesem Computer ein Waschbecken aktivieren. Es erscheint nun eine goldene leuchtende Orb, ihr müsst diese aufsammeln, das ist so etwas wie schmutziges Geschirr und dort in den anderen Raum bringen, um diese sauber zu machen. Was nun folgt ist, dass ihr alle anderen Orbs, die hier schon gekennzeichnet sind, aufheben müsst und hineinpacken müsst in das Waschbecken. Was die Sache schwierig ist, dass hier solche Gegner kommen, die könnt ihr nicht besiegen, die halten sehr viel aus und können nach euch sehr gefährlich werden. Es ist also hier eure Aufgabe, die Kugeln innerhalb eines Zeitlimits, welches nicht angezeigt wird, hineinzustecken und dabei nicht von den Gegnern getötet zu werden. Ihr könnt diese Gegner zwar nicht töten, aber wenn ihr mit Strang spielt oder mit Stasis, könnt ihr diese zum Beispiel einfrieren und die Sache so für euch nochmal erleichtern. Sobald ihr dann auch die letzte Kugel in das Waschbecken gesteckt habt, habt ihr es geschafft und die letzte Figur erscheint vor euch. Danach könnt ihr wieder vom Hauptpunkt aus nach rechts unten springen, in diesen Sammelgegenstandsraum nenne ich ihn. Dort könnt ihr die zwei neuen Figuren hin platzieren und dann fehlen euch nur noch drei, welche hoffentlich nächste Woche kommen. In diesem Sinne vergesst bitte nicht ein Abo zu hinterlassen, damit ihr auch die nächsten Figuren nicht verpasst und wir sehen uns bald wieder. Euer Emmanuel.